Leute, ich weiß echt nicht, was gerade abgeht, Alter. Irgendwie, ich sitze hier in meinem Zimmer und es kommen die ganze Zeit komische Geräusche, als wenn hier irgendwo, was weiß ich, ein Krokodil drunter ist oder was weiß ich. Ich weiß echt nicht mehr, was. Digga, was? Wieso fahren jetzt die Roller runter? Wieso fahren jetzt die Roller denn runter? Was passiert hier? Hä? Warum? Hä? Hilfe, was? Was zum Teufel passiert hier gerade? Das Licht verändert sich einfach. Junge, was ist hier passiert, Junge? Ich weiß gar nichts mehr. Was ist das denn? Was ist das? Digga, das können wir kaum erkennen, wie scheiße das ist, Alter. Ich kann's nicht lesen. Hä? Licht verändern. Hier eine was? Eine was? Hier eine. Magisch. Wollen die jetzt mit einer scheiß Uhr? Digga, dieses Licht ist doch zum Kotzen. Können wir da irgendwas verändern oder so? Warte, ich mach's mal neu. Ach, jetzt haben wir das Licht wieder hinbekommen, Alter. Nee, ich weiß nicht, was das gerade war. Was jetzt hier? Hier eine, was? Hier eine magische Uhr für dich. Liebe Grüße. Magische Uhr. Was? Zum Teufel. Was will denn jetzt sagen damit? Die sieht schon krass aus. Magische Uhr. Jetzt ist es. Moin, was ist denn mit dem Laptop passiert? Was ist mit dem Laptop passiert? Such Marie. Oh, das. Wieso ist jetzt hier? Hier ist einfach die Seite von Rolex offen. Das ist doch nicht die Uhr jetzt, oder? Wir haben jetzt nicht die Anzahl von Rolex von der Fuß bekommen, oder? Ja, das ist die Seite von Rolex. Submarine, die Referenz unter den Taucheruhren. Die sieht doch fast gleich aus, oder nicht? So, ich soll ich sie mal anziehen? Ich zieh sie mal an. Ich zieh sie jetzt mal an einfach. Und was weiß ich? Magische Uhr, Digga, ich hab keinen Plan. Die fühlt sich voll edel. Ganz anders. Das ist wirklich nicht der Rolex, das war. Ich hab's jetzt an. Und jetzt? Digga, und jetzt? Was soll. Die Uhrzeit, gibt die richtig an? Ja, die Uhrzeit passt sogar. Digga, ich sag ehrlich, diese Uhr. Die hat bestimmt irgendwas. Nun komme ich nicht so richtig dahinter jetzt. Was hat es mit sich, mit dieser Scheißuhr aus sich? Wenn es jetzt wirklich eine Rolex ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, Digga, oder? Steht jetzt zwar nirgends Rolex dran oder so? Muss es ja eigentlich, aber. Ja, was weiß ich, der kann die auch bearbeitet haben und das rausgeschnitten haben oder was weiß ich. Das wäre halt schon ziemlich krass, weil. Ja, die ist so eine Uhr, so wie immer teuer, um da einfach kurz die Krone rauszuschneiden oder so. Na gut. Aber es ist gut, also. Ich glaube, das ist einfach nur als sonst was. Damit wir denken, es wäre ein Rolex. In Wirklichkeit ist es ein Centuhr. Ja. Digga, wenn wieder was Neues passieren wird, dann gebe ich euch natürlich rechtzeitig Bescheid. Dann sehen wir uns beim nächsten Video und haut rein.